Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich zeige euch hier die Waffe aus dem Raid, und zwar das Maschinengewehr vom Raid Grotas Ende. Das Maschinengewehr ist ziemlich interessant, denn es hat einige Fähigkeiten, die man sonst normalerweise nicht kennt. Wir beginnen aber vorne. Es hat Akkuschaden. Dann die drei Standardfähigkeiten. Hier seht ihr, bei den unteren zwei ist die Stabilität da, der Malus. Aber ich brauche die Stabilität bei der Waffe, das sieht man dann. Dann hätten wir Finsternisbrecher. Projektile werden den Wall der Dunkelheit der Scharritter durchschlagen. Wall der Dunkelheit ist, wenn ein Ritter sein Schutzschild aktiviert. Durch den kann man mit dieser Waffe einfach durchfeuern. Das ist noch ziemlich amüsant, ich zeige euch das dann. Dann hätten wir hier das oberste Großkalibergeschoss. Übergroße Geschosse, die Ziele ins Wanken bringen und sie torkeln lassen. Ihre Masse erschwert die Handhabung der Waffe, das kennen die meisten. Dann weitmündiger Magazinschacht. Das ist, dass die Waffe einfach schneller nachlädt. Und Hammer geschmiedet, verbessert Reichweite und Präzision. Die Reichweite ist hier noch wichtig. Ihr seht, der Unterschied ist ziemlich stark, sonst hätte die Waffe fast keine Reichweite. Aus diesem Grund habe ich das untere drin. Dann hätten wir Grenadier. Kills mit dieser Waffe verringern die Abklingzeit deiner Granate. Das ist auch immer nützlich, weil die Granaten ja ziemlich stark sind in dem Spiel. Dann Char Disruptor fügt Char Majors erhöhten Schaden zu. Diese Fähigkeit haben so ziemlich alle Waffen, die aus dem Raid Grotas Ende kommen. Die ist ziemlich nützlich, weil im Raid selbst trefft ihr ja da häufig auf Char Majors. Das ist wie bei der Gläsernen Kammer mit der Fähigkeit, dass man mehr Schaden gegen die Orakel macht. Hier ist es einfach ein Bonus gegen die Schar. Das funktioniert auch außerhalb vom Raid. Aus diesem Grund ist das ziemlich interessant. Euch wird sicher auffallen, die Magazingröße steht 35. Aber in Wirklichkeit ist es nicht 35, sondern ihr seht jetzt unten, es sind 87. Es sind mehr Schuss als 35. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber mir gefällt das. Ich demonstriere jetzt noch kurz die Waffe, dass jeder sieht, wie die funktioniert. Die Waffe verzieht, wenn man länger drauf bleibt, ein bisschen. Wir schauen, ob wir da noch einige Gegner bekommen, da unten. Wenn man da ein bisschen länger drauf bleibt, sieht ihr, die Waffe zieht ziemlich rum. Wenn man da die Stabilität jetzt noch wegmachen würde, dann könnte man die Waffe gar nicht mehr richtig brauchen. Aber so geht es gut. Bist du? Ja. Ich finde die Waffe sehr angenehm. Ihr seht es, da könnt ihr ruhig zwischendurch mal einfach den Finger wieder vom Abzug lassen und neu drauf. Ich schaue jetzt, ob ich da den Ritter so hinkriege, dass er sein Schild aktiviert. Mal schauen. Komm schon. Nein, er möchte wohl nicht. Schade. Wir gehen da einfach weiter, wir finden da schon noch einen Ritter, dass ich das auch noch schön demonstrieren kann. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das bei dem verehrten Ritter da hinkriegen. Weil sich die anderen hier auf dem Weg ja so vehement dagegen gewehrt haben. Komm, tu jetzt, genau. Jetzt seht ihr, ich kann einfach durchfeuern. Ist richtig angenehm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich werde die anderen Waffen dann auch noch hochladen, sobald ich sie habe.
dass alle Raid-Waffen hier mal sichtbar sind auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen.